Kicken für den guten Zweck. So lautete das Motto des traditionellen Professor Erich Greipe Gedächtnisturniers im gleichnamigen Stadion in Ismaning. Und dass das seit 4 Jahren diesen Namen trägt, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mir nach dem Tod von meinem Papa überlegt, dass ich ihm gerne ein Andenken setzen möchte und wie ich es am besten mache. Und ich komme hier aus Ismaning und vom Fußballverein sind sie an mich herangetreten und ich fand, das ist eine tolle Kooperation. Mein Papa war ein ganz großer Fußballspieler und Sportler und ich finde, das hat super zusammengepasst. Zugunsten des Bürgerstift Ismaning und des Sternstunden e.V. wird seit 2013 jedes Jahr in Ismaning Fußball gespielt. Während der Bürgerstift Ismaning viele verschiedene Projekte fördert, kommt die Hilfe des Sternstunden e.V. besonders Kindern zugute. Die Sternstunden unterstützen Kinder, die krank, behindert oder von sozialen Schwierigkeiten bedroht werden. Das sind Kinder in Kinderheimen, in Wohngruppen. Das sind aber auch medizinische Projekte, die wir unterstützen. Das sind aber auch Kinder, die teilweise an der Armutsgrenze leben. Wir wissen ja, dass bedauerlicherweise jedes 6., 7. Kind auch in Bayern an der Armutsgrenze lebt. Stolze 30.000 Euro konnten den Stiftungen an diesem Nachmittag in Ismaning überreicht werden. Ismaning, das ist auch die Heimat der jungen Polizistin, die seit dem Einsatz am S-Bahnhof in Unterföhring vor wenigen Wochen um ihr Leben kämpft. 5.000 Euro bekam Familie Greipel von der Bayerischen Polizeistiftung mit der Bitte, dieses Geld der Polizeibeamtin und ihren Eltern zu geben. Doch wer war eigentlich der Mann, dessen Name nun das Fußballstadion in Ismaning trägt und zu dessen Ehren seit 2013 jedes Jahr das Benefiz-Fußballturnier ausgetragen wird? Ein außerordentlich menschenfreundlicher Mensch, der als Präsident der IHK von München und Oberbayern ein herausragender Unternehmer und Manager war, der für die bayerische Wirtschaft gesprochen hat und mit dem der Umgang eigentlich sehr angenehm war. Die zweite Seite von ihm war, dass er sehr sozial engagiert war. Und aus dieser zweiten Seite heraus hat er sich sehr dafür eingesetzt, dass den Menschen geholfen wird, wo auch immer es möglich ist. Prominente Unterstützung erhielt die Familie Greipel an diesem Nachmittag auch von ihrem langjährigen Freund, dem Schauspieler Francis Fulton Smith. Auch er ist in Ismaning aufgewachsen und freut sich deshalb, besonders dabei sein zu können. Also die beste Hilfe ist ja immer die, die vor Ort stattfindet. Und ich glaube, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder wie ich, wenn man jetzt in den letzten Jahrzehnten doch sehr viel Glück gehabt hat, dass man kontinuierlich arbeiten konnte, dass einen die Menschen lieben, dass man erfolgreich war oder ist, finde ich das eigentlich selbstverständlich, dass man ein bisschen was von dem Erfolg zurückgibt. Und das Schlusswort zu dieser Benefizveranstaltung kommt heute aus unserer Chefredaktion. Der Stavros und die Saskia, die sind ja beide bekannt dafür, dass sie viele soziale Projekte unterstützen. Und dazu kann man ihnen nur gratulieren. Jedes Mal, wenn sie ein solches Projekt starten, dann kommen viele Münchner und andere, die sich also an diesen sozialen Projekten mitbeteiligt haben. Und es ist jedes Mal ein schönes Event, ein schöner Tag. Und genauso ist es heute.